Leben verlieren? Kann und darf der Mensch, dürfen die Übergebliebenen über solche Verluste klagen? Gewiss, ohne Zweifel, empörend gefühlt werden sie jedoch nicht. Denn sie sind an das rätselhafte Geschick der Menschheit unauflösbar gekettet. Wenn aber ein Sterblicher einem anderen Sterblichen Eigentum, Freiheit, Leben, ja die Ehre raubt und ihn überdies zwingt, ihm dafür zu danken, ja eine Dankbarkeits-, sogar eine Entzückungskomödie zur Belustigung der Welt vorzuheucheln, das ist mehr, als was ein Mensch ertragen kann. Denn es macht das Blut gerinnen, das Hirn erglühen. Und sein Hirn glühte von Anfang bis zur letzten Sekunde. Graf Szechenyi István. Ich freue mich, dass Sie sich interessieren für diesen größten Ungarn, wie Kossuth Lajos über ihn gesagt hat, von dem wir in Österreich vielleicht gar nicht so viel wissen und er sollte nicht in Vergessenheit geraten. Jetzt weiß man vielleicht als gelernter Döblinger, dass es hier eine Büste gibt von Szechenyi, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert. Aber so ganz eine aufgelegte Sache über den Szechenyi heute hier zu reden, ist es nicht. Was hat Sie eigentlich an der Figur Szechenyi so fasziniert? Bevor sozusagen die Freunde von der grünen Fraktion an mich herangetreten sind, habe ich nicht einmal gewusst, was wir eine Büste von István Szechenyi hier in Dömig haben. Habe mich dann auch ein klein wenig eingelesen und befasst und die Faszination der Persönlichkeit Szechenyis ist schon jene, dass er als großer Reformer seiner Zeit eigentlich weit voraus war, vor allem auch in seinem Land und mit den Forderungen und mit seinen Arbeiten vieles bewegt hat und damit durchaus zu einem der großen ungarischen Reformer gehört und zu einem großen Vorbild auch für alle weiteren in der Sozialdemokratie. Ich bin da sehr gefreut, dass gerade aufgrund der großen und langen österreichisch-ungarischen Tradition und Geschichte ich den Herrn Bürgermeister heute erst, leider erst heute erkennen werden durfte. Wir haben eine kleine sightseeing Runde aufgrund der kurzen Zeit, aber relativ viel gesehen und festgestellt, dass wir relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Nicht nur von der Größe der Einwohnerzahl, von der ungefähr ähnlichen sozialen, demografischen Voraussetzungen haben wir auch beide einen Fußballverein, der nicht in der ersten Liga spielt. Also doch sehr viel gemeinsam. Und es würde mich freuen, dass wenn das sozusagen der Beginn einer neuen Freundschaft wäre, die ich denke, gerade aufgrund der Nähe zwischen Budapest und Wien eine sehr fruchtbare wäre. Erst als wir den Kontakt mit Kischfest hatten und mein Vorgänger, der Christian Lawatsch, der sich über Geschichte von Döbling literarisch ausgelassen hat, hat mich hingewiesen, dass diese Büste, für den István Szechenyi steht, einem ungarischen Reformer. Erst seit dieser Kooperation habe ich mich damit auseinandergesetzt, vorher eigentlich nicht. Ich denke, von europäischer Bedeutung waren Szechenyi, weil er ein, ich würde sagen, ein Kosmopolit war nach der damaligen Zeit. Er ist sehr viel gereist, er war in Frankreich, England, im Osmanischen Reich, Italien, sprach neben Ungarisch und Deutsch fließend sehr, sehr viele andere Sprachen, eben Englisch, Französisch, Latein, wie auch aus seinen Schriften, die er in Döbling verfasst hat, hervorgeht. Und insofern, denke ich, ist er dadurch, dass er durch seine Reisen Anstöße für die Reformen, also die er für Ungarn wollte, also er hat sich ja sehr gegen die Leibeigenschaft eingesetzt, gegen das Feudalsystem, gegen Steuerprivilegien, diese Ideen für Reformen hat er sich sicher auch auf seinen Reisen geholt und insofern war er sicher ein europäischer Kosmopolit. Sein Werk, das man auch also, heute in einem europäischen Geist sehen kann, ist sicher sein radikales Eintreten für den Rechtsstaat und für die Legitimität von Herrschaft. Und ich denke, insofern gedenken wir als Grüne, als Europäerinnen, als Demokraten, Demokratinnen heute sehr gern István Szechenyi,
wie wir uns ja solidarisch fühlen mit allen Ungarn und Ungarinnen, die rechtsstaatliches Denken und kosmopolitisches Denken in den Vordergrund stellen. Selbstständig wäre, muss man mal sagen, das ist ein ganz außerordentlicher Vater. Ein Vater, der voll der Aufklärung verpflichtet war, dass es irgendwie weitergegeben wird. Auch seine Mutter, sein Onkel hatte die erste Agraruniversität in Köln. Das heißt, er ist hineingeboren in eine Familie, die voll von Reformen war und voll von der Aufklärung beseelt war. Und jetzt gibt es in der Zeit von Széchenyi bestimmte Richtungen, die gleichzeitig wirken. Die Moderne, die Romantik, die aufklärende Revolution. Széchenyi wollte die Industrialisierung. Er hat das in England gesehen, er hat gesehen, wow, da entwickelt sich was, so kann sich ein Staat auch entwickeln. Ein Proletariat fast sozusagen, ein Selbstbewusstsein. Und das hat ihn fasziniert. Und das Buch Kredit, das geht ja in diese Richtung, ja, wo er gesagt hat, wir brauchen hier Gerechtigkeit, aber wir müssen auch schauen, dass Geld nicht nur bei den Aristokraten im Keller gebunkert ist, ja, sondern dass damit zum Interesse des Volkes, eines Staates, einer Nationalökonomie, ich würde sagen heute einer europäischen Ökonomie, was passiert. Warum oder woran liegt es eurer Meinung nach, dass wir in einer vereinten Europäischen Union so wahnsinnig wenig voneinander wissen? Ich denke, also gerade was Osteuropa oder Zentral- und Osteuropa betrifft, da sind noch immer sehr, sehr viele Grenzen im Kopf. Also man ist sich auch gar nicht bewusst, wie nah zum Beispiel Wien und Czernowitz einander liegen, ja, wie wenige Kilometer. Oder nach Budapest, wer hat es halt angesprochen, es sind 3 Stunden mit dem Zug nur. Ja, oder auch, um das Mausoleum Széchenyis zu besichtigen oder zu besuchen. Ja. Also ich denke, da braucht es doch noch einige Generationen, leider. Wir haben damals beim Mauerfall gedacht, ui, jetzt geht's. Das haben wir aber... Wenn wir jung waren, wahrscheinlich haben wir uns einen Mauerfall nie vorstellen können. Ja? Aber wie lange es doch in den Köpfen noch wirkt. Ja? Also sowohl nach Osten, der eiserne Vorhang, als auch dann im Fall der Berliner Mauer, wie ich angesprochen habe, das dauert noch Generationen. Und deshalb sind so Projekte, so bilaterale Projekte, multilaterale Projekte, so wichtig. Wir sind das Opfer der inszenierten Habsburger Geschichtsschreibung. Die wirkt bis heute, jeder, der ganze Sisi-Kult, all diese Dinge, die wirken bis heute weiter. Das ist eine jahrhundertelange Tradition der Habsburger, ihre Geschichte zu beschönigen. Ja, das ist die Geschichtsschreibung, gibt es in unseren Köpfen und in diesen Köpfen, in denen wir erzogen wurden, wirkt auch im demokratischen, der ersten und zweiten Republik Österreich, wirkt die Habsburger Geschichtsschreibung weiter. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, den großen Bruch, den wir schaffen müssen, dann verstehen wir uns auch viel besser. Aber wenn wir irgendwo in den internationalen Europarat zum Beispiel, sprechen die ungarischen Kollegen und Kolleginnen Deutsch, weil ihnen diese Sprache näher ist. Ja. Und auch andere Staaten, die früher in der Széchenyi-Zeit zur KMK-Monarchie gehört haben, wählen vielfach, gerade auch die tschechischen Kollegen und Kolleginnen von mir, sprechen auch Deutsch, wenn sie sich offiziell zu Wort melden. Ja. Und wenn wir diese Habsburger Geschichtsschreibung einmal durch den Knoten durchschlagen, ich glaube, nämlich dieser Knoten im Kopf, dann glaube ich, geht es viel mehr möglich an Zusammenwachsen. Wie zart die Pflanze der Demokratie ist, das muss ich jetzt leider sagen, ich verstehe, wie hart es unser Bürgermeister hat, das Gespräch ist natürlich die Situation in Ungarn, die wirklich eine sehr dramatische ist. Wir haben über Monate, ich bin selber Mitglied des Monitoring-Komitees, über Monate die Verengung, die absolute Verengung. Niemand hätte geglaubt, dass in Europa ein Land sich so demokratiepolitisch verengen kann, wie es derzeit in Ungarn der Fall ist. Und in dem Fall muss man sagen, die Demokratie in Ungarn ist tatsächlich gefährdet. Wenn das so weitergeht, ist sie tatsächlich gefährdet. Und das Zweite, und da müssen wir uns einmischen. Erzählst du, hast hier eine Roma-Gruppe begrüßt heute, und toll, dass eine Roma-Gruppe hier ist, aber die Situation der Romas in Ungarn, die stehen mit dem Rücken an der Wand durch die Jobbik-Banden und all diese Situationen, die wir haben. Und das Roma 2020-Projekt, Ziel der Europäischen Union,
Auch wenn wir derzeit Vorsitzländer haben, die mit Roma nicht so viel anzufangen wissen, wie Zypern, Irland und Litauen. Aber wir, und da gehört Österreich dazu, oder gehört auch Ungarn dazu, da gehört auch Bosnien, Serbien, ist auch als Nicht-EU-Mitgliederländer dazu, da haben wir miteinander eine ganz riesige Verpflichtung, denn diese große Minderheit, und sie lebt auch ganz stark in Ungarn, diese große Minderheit, der geht es noch nie so schlecht wie heute. Sie ist verfolgt und wir haben eine Analphabetenrate, die einfach nur mehr kriminell ist. Und sie bekommen in manchen Ländern wie Bulgarien gar keine Dokumente mehr. 80% Analphabeten in Bosnien. Das geht nicht und das ist eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich freue mich, aus euren Worten herausgehört und auch heraus wahrgenommen zu haben, dass bei allen politischen Engagement und euren individuellen als auch parteiischen Aktivitäten die Bürgerinnen und Bürger gefragt sind, denn es sollte uns nicht wurscht sein, auf gut Wienerisch, wie es den Nachbarn geht, sei es der Nachbar in Döbling, in Wien, in Österreich oder über die Landesgrenze hinaus. Das ist das, was uns täglich abgefordert wird. Wir haben ein Recht und eine Verantwortung und die können wir nicht abwälzen an eine politische sogenannte Elite, die trägt jeder von uns. Emlékszem, amikor az iskolában be kellett magolnom Széchenyi Sztálin című művének fő pontjai, akkor még nem állt össze a fejemben a kép, miközben van egymáshoz, visszabályozásnak, útépítésnek és a törvény előtti egyenlőségnek. Látszólag semmi, hiszen első ránézésre két teljesen különböző dologról van szó. Infrastruktúra fejlesztésről és az alapvető jogokról. Ám később érettebb fejjel már láttam ezt az egész képet, amit Széchenyi is látott. Egy állam azért létezik, hogy eszközeivel megteremtse a biztonságot, a fejlődés, az önmegvalósítás lehetőséget polgárai számára, és biztosítsa a közjót. Amennyiben erre nem képes, akkor reformokra szorul. Így volt ez Magyarországon is a 19. század első felében. Széchenyi István ekkor nemcsak, hogy felismerte a változás szükségességét, hanem egy zseniális stratégiával állt elő. Széchenyi rájött, hogy semmiféle haladás nem lehetséges megfelelő szellemi bázis nélkül, ezért támogatta a Tudományos Akadémia felállítását. Követelte a szükséges gazdasági társadalmi reformokat gátasszabó, elavult feudális jogszabályi környezet átalakítását és a közös terhek igazságos, idomzat szerinti újraelosztását. Széchenyi konkrét fejlesztésekkel lerakta a korszerű infrastruktúra alapjait, gondoljuk csak a közhajózásra, útépítésre, hídépítésre, folyamszabályozásra, amely lehetővé tette az ipar, a mezőgazdaság további fejlődését. Nem szabad azonban megfeledkeznünk azokról az elvekről sem, amelyek mindvégig vezérelték Széchenyit. Ezek a türelem, a tolerancia, nyilvánosság és az egymásra való odafigyelés. Széchenyi pontosan tudta, hogy egy társadalom, egy állam akkor működik jól, ha az polgárai a magukénak érzik. A polgárok pedig akkor érezhetik magukénak az államot, ha mindenki egyenlő a törvény előtt, és nyilvánosan intézik az ügyeket. A fontos dolgokat pedig nem hatalmi szóval, hanem egymást meghallgatva vitákkal döntik el. Hiszem, hogy Széchenyi élete és munkássága öröksége nem csak a magyar, hanem közös európai érték. Jelleme, cselekedetei ma épp úgy mérceként szolgálhatnak Budapesten, Pécsben, Strasbourgban és Brüsszelben egyaránt. Igaz, hogy mostanában a Magyarországról érkező hírek néha azt a látszatot keltik, hogy egyes politikusaink időként szembefordulnak ezekkel az értékekkel. Azonban a magyar társadalom többsége szilárdan kitart ezen értékek mellett, és ha kell, ki is áll értük. A Széchenyi örökségének is tekinthető európaiság ugyanis sokkal erősebb, sokkal mélyebben gyökerezik a magyar lélekben, mint hogy az aktuális politikai játszmák áldozatává váljon. Ezért is nagy öröm számomra, hogy itt osztrák barátaimmal együtt tehetek hitet az európaiság mellett, és emlékezhetünk egyúttal a legnagyobb magyarra, Széchenyi Istvánra. És följetelsen.
Ja, und da kommen wir schon zu den diversen Konflikten, die es gab mit diesem Habsburger Reich und auch mit den Menschen, die in Ungarn gelebt haben, die sind nicht immer sehr gut behandelt worden von den Habsburgern. Da gibt es schon mal die ersten Vorurteile. Das sind alte Vorurteile, die damals weit verbreitet waren. Die Ungarn waren Rebellen, Aufrührer, Verschwörer, hatten sehr schlecht beleumundeten Namen. Sie galten auch so quasi als Kollaborateure mit den Türken, und es gab einige ungarische Fürsten, beziehungsweise eigentlich siebenbürgische Fürsten, die den Habsburgerkrieg geführt haben. Es war Bocskai 1605-6 zum Beispiel, der bis Wien gekommen ist. Gábor Bethlen, der in den ersten Jahren des 30-jährigen Krieges auch Richtung Wien vorgestoßen ist. Imre Tököi war ein Verbündeter von Kara Mustafa 1683 bei der Belagerung von Wien, und dann der große Freiheitskampf der Kuruzen unter Ferenc II. Rákóczi 1704 bis 1711 sind sozusagen Beispiele, wo es solche Auseinandersetzungen gab. Wir kommen zum Revolutionsjahr 1848. Das ist vielleicht eines der interessantesten Kapitel der Geschichte der österreich-ungarischen Beziehungen und auch eines der am wenigsten realisierten, dass es nämlich engen Austausch und enge Kooperation gab zwischen den Revolutionären in Wien und in Budapest. Dass eine der Inspirationen für die Revolution in Wien am 13. März, jetzt von der französischen Revolution damals abgesehen, auch eine Rede von Lajos Kossuth im ungarischen Landtag war, dass Adolf Fischhoff auch aus Buda stammte, der junge Arzt, der die Rede gehalten hat am 13. März vor dem niederösterreichischen Landhaus, dass damals auch in den ersten Tagen der Wiener Revolution eine Delegation des ungarischen Landtags in Wien war und begeistert von der Bevölkerung empfangen wurde und auch eine Gegendelegation dann im April in Budapest war. Also dass es da einen Austausch durchaus gab. In der zweiten Phase nach der Radikalisierung der Wiener Revolution Anfang Oktober 1848 wurde der Kriegsminister Theodor von Latour gelyncht von der Masse auf dem Platz am Hof, und der wollte damals Truppen zur Niederschlagung der ungarischen Revolution ausheben und nach Ungarn schicken lassen. Das wurde von den Wienern sozusagen nicht gutiert. Dann gab es natürlich den Gegenschlag der kaiserlichen Windestreits. Jelacic haben dann Wien belagert, und die ungarische Revolutionsarmee hat versucht, den Wienern zur Hilfe zu kommen, ist nach Westen marschiert, ist aber dann ungefähr bei Schwächert Fischermend leider aufgehalten worden, und die Wiener Revolutionäre haben halt mit Trauer gesehen von der Türmerstube des Stephansdoms, dass leider diese Gefechtswolken nicht näher rücken, sondern sich wieder entfernen. Sie mussten sich dann ergeben, und es gab dann natürlich ein blutiges Vergeltungsgericht gegen die Wiener Revolutionäre. Die Revolution in Budapest und in Ungarn hat sich noch länger gehalten, noch bis in den Spätsommer 1849 wurde dann aber von dem neuen Kaiser, mittlerweile der junge Franz Josef, brutalst niedergeschlagen. Széchenyi war damals einer, der ja schon seit September 1848 hier in Döbling war, der sich in einigen Publikationen, das bekannteste sehen wir hier in der Mitte, dieses gelbe Buch, ein Blick auf den Rückblick, wo er wirklich also fundiert, polemisch, mit guten Argumenten, engagiert den Neo-Absolutismus zerpflückt und die Rechtfertigung dieses Neo-Absolutismus. Und hier ist sozusagen auch im Zusammenhang mit der österreich-ungarischen Geschichte diese Bedeutung Széchenyis, die Heinz Hieber auch schon erwähnt hat bei der Kranzniederlegung, wo wir als Grüne eigentlich die dunklen Seiten unserer lokalen Geschichte, unserer Vergangenheit auch aufdecken wollen und sozusagen bekannt machen wollen, und wie man hier mit Széchenyi umgegangen ist, dass er quasi in den Selbstmord und in die Verzweiflung getrieben wurde, ist also ein ganz dunkles Kapitel und noch dazu tragisch, weil wenige Jahre später, 1867, ja dann der Ausgleich erfolgt ist mit Ungarn und er wahrscheinlich dann ein hochgeehrter, ganz wichtiger Akteur dieses Ausgleichs wie der, wie Andrassy und andere werden hätte können, wenn man ihn nicht vorher quasi in diese Situation gebracht hätte.
Überzeugung, dass er konnte eine Harmonie mit Europa, zwischen Europa und Ungarn machen. Er wollte immer lernen und europäische Innovationen, Ideen nach Mitteleuropa, Österreich und Ungarn zurückzubringen. Er war auch ein Mann für den Parlamentarismus. Er hat, wie Gerhard schon gesagt, 1825 die Akademie der Wissenschaften gegründet, mit eigener Stiftung, ein Einkommen von einem Jahr. Und er hatte sehr wichtige Projekte im ungarischen Parlament in 32, 45, 48 gemacht im Herrensitz des ungarischen Parlaments. Széchenyi galt als der Leiter, der Führer der ungarischen Opposition. Er war ein liberaler Konservativ, oder ein konservativer Liberal. Széchenyi war ein Brückenbauer. Brücke ist ein Leitmotiv. Gesellschaft, Politik, europäische Partnerschaft, Städtepartnerschaft. Das ist symbolisch auch. Wir need a bridge in Hungary. Wir brauchen eine Brücke für Ungarn. Es ist eine Ehre für uns hier zu sein. Und es wäre sehr gut, wenn wir Projekte über diese Geschichte und andere Geschichten in Bildung aufbilden können. Széchenyi hat in seinem Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit sich auch immer um die Pressefreiheit bemüht. Es gibt großartige Zitate, Textstellen in seinen Büchern, die auf die Pressefreiheit hinweisen. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Schrift von Széchenyi heute noch zum Thema Pressefreiheit? Nincsen haladás, nincsen fejlődés, nincsen nemzeti önazonosság, a szólásszabadság, a kritikai hang nélkül. Das Clubradio konnte man früher in ganz Ungarn hören, als ein Medium, das eben der Opposition Stimme gegeben hat, und heute hört man es nur noch in Budapest. Warum es heute dort? A helyzet az Széchenyihez kiállt. Nagyon nagy szükségünk lenne Széchenyire, vagy valakire, aki felismeri azt, hogy milyen fontos lenne a sajtószabadság Magyarországon, és lépni is tudna, lenne elég pénze. Ugye a mai viszonyok között lehetne ez egy nagyvállalkozó, vagy egy multinacionális cég, vagy az Európai Unió. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy van, aki meghallja azok közül, akik tudnak segíteni. Tényleg érdemes megemlékezni a hallgatóinkról, akik nélkül nem szólna a rádió, már több száz millió forint jött így korábban az elmúlt években össze, tehát ha ők nem lennének, akkor mi már csődbe mentünk volna. Wir sollten diesen Abend ausklingen lassen mit ein bisschen Musik vom Balkan Trio, die eben die gelebte Vielfalt in Döbling widerspiegelt. Ich bedanke mich bei allen Gästen für ihre Vorträge, ich bedanke mich beim Publikum für das Interesse. Und reden Sie mit Ihren Freunden über das, was Sie heute hier gehört haben. Berichten Sie an Freunden, erzählen Sie. Vielleicht können Sie neue Menschen gewinnen für diese Idee der Zusammenarbeit zwischen Döbling und Kispest. Vielen Dank.